4 Stunden Regen spülten eine deutsche Favoritin vom sicher geglaubten Siegespodest. In einer Regenpause gelang der Rumänin Lia Manolio der weiteste Diskuswurf. 58,28 Meter verhalfen der 36-jährigen Scheibenveteranin zur Goldmedaille. Liesel Westermann klagte, der Ring sei glatt wie Seife gewesen. Sie erreichte den 2. Platz. Die Rumänin musste auf 5 Olympischen Spielen werfen, bis sie ihr erstes Gold gewann.